Ich bin heute nicht alleine da am Podium. Ich bilde jetzt nur die Basis für das Produkt, das Sie im Anschluss sehen werden. Es ist ein Produkt, das wir gemeinsam mit der Firma Axon Active aus der Schweiz kreiert haben, und der Roman Oberli, der hier unten sitzt, wird Sie dann, so wie es bei Praxistagen üblich ist, live in diese Materie einführen. Ich muss Ihnen sagen, es ist mega spannend, es ist wirklich sehr, sehr interessant, und ich halte es jetzt kurz mit meinem Vortrag, damit Sie nachher Zeit haben, sich dieses spannende Thema anzusehen. Wer wir sind, ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Den Roland Führer, wer kennt wen wie gut, hat nachher dann auch eine Bedeutung, weil wie kann ich denn das Netzwerk des Roland Führer nützen oder das anderer Personen, wie kann ich das für Neukundengeschäfte einsetzen. Endlich einmal ein anderes Thema, ein innovatives Thema, weg von dieser ewigen Krise oder Krisengeschichte hin zu neuen Themen, hin zu Umsatz generieren, hin zu Profit machen, hin zu einfach wieder Geschäft erleben. Wer wir sind als KSV, ist es Ihnen auch bekannt, trotzdem stelle ich kurz die Gruppe vor. Der KSV als Verein, die Holding AG und darunter die Information GmbH, wo ich Geschäftsführer bin, und die Forderungsmanagement GmbH, wo mein Kollege der Johannes Eibel Geschäftsführer ist, der auch unter den Anwesenden weilt, und eine Beteiligung der KFA Central Europe. Das bindet alles Informationen, Informationen in großem Ausmaß, auf die wir sehr, sehr stolz sind und die, wie gesagt, eine Basis oder das Fundament dieses neuen Produkts sind. Wir haben in unserer Wirtschaftsdatenbank bonitätsgeprüfte Unternehmen, so 660.000 Unternehmen aus 550 Branchen. Wir haben alle österreichischen Neugründungen und Neuprotokollierungen, und das ist ganz wichtig, damit verbunden sind natürlich nicht nur Unternehmen, sondern auch Personen. Insgesamt 205.000 protokollierte Personen, 320.000 gewerbliche Einzelunternehmen zu rund 600.000 online verfügbar. Darin enthalten, ich habe es vorhin schon gesagt, ganz wichtig auch Personen, 1,04 Millionen Personen und 112.000 Personen, die in nicht protokollierten Funktionen bei uns verzeichnet sind. Natürlich zu jedem Unternehmen, und darauf sind wir ja stolz als KSV, die Risikobewertung. Wer kennt wen wie gut? Kennen Sie den jungen Mann da an der Tafel oder am Board? Der Gildo Geldwiheu, der in Wirklichkeit auch Guido Geldwiheu heißt und der Gstopftenreuther Au wohnt. Ich bin mir nicht so sicher, ob Sie ihn kennen. Wir werden dann sehen, ob wir ihn in den Netzwerken finden oder ob Sie in späterer Folge ihn in den Netzwerken finden. Wir wissen, wer dahinter steht. Wir können Ihnen sagen, ob die Fassade, die das Unternehmen darstellt, tatsächlich auch ein gutes Unternehmen ist, ein gutes Gebäude ist, ob es tatsächlich wirklich performt dahinter oder ob es so wie hier nur aus einem Gerüst besteht. Ich bitte nun den Roman Oberli auf die Bühne, um Ihnen zu zeigen, was alles mit den Basisdaten der KSV 1870 Gruppe möglich ist und was Sie damit anstellen können und welche praktischen Beispiele Orel Füßli bzw. Axon Active hier bereits mitgebracht hat und wie die Zukunft dieses Produkts noch aussehen wird. Wenn Sie heute an die Kommunikation denken, die wir betreiben, dann verstecken wir uns eigentlich fortwährend hinter irgendwelchen Tweets, hinter irgendwelchen emotionslosen E-Mails. Also wenn ich eine schlechte Nachricht meinen Mitarbeitern mitteilen muss, dann benutze ich oft E-Mail. Und wir machen sehr, sehr wenig im persönlichen Gespräch. Intern geht das ja noch einigermaßen, ist auch nicht die feine Art. Aber extern, wenn Sie Kunden akquirieren möchten, wenn Sie mit irgendwelchen Personen sprechen möchten und so weiter, dann funktioniert das beschränkt. Also all diese AdWords-Kampagnen, Consumer-Markt, ja, ist in Ordnung. Wenn wir über Facebook sprechen, like it oder don't like it, Consumer-Markt ist in Ordnung. Aber wenn wir B2B-Geschäft machen möchten, da vergessen wir oft unsere wichtigste Source und wir setzen sie auch nicht systematisch ein. Und das sind unsere Freunde. Unsere Freunde, mit denen wir schon lange Geschäft machen, unsere Freunde, unsere Kunden, mit denen wir gutes Geschäft machen. Wenn Sie sich jetzt aber ehrlich die Hand aufs Herz legen und denken, wie gut kenne ich meine Freunde, dann ist es sinnbildlich so wie dieses Bild hier. Sie sehen die Konturen Ihres Freundes. Viele Bereiche sind schwarz. Vielleicht wissen Sie, was er als Hobby macht, wenn er sein privater Freund ist.
meistens wissen sie, in welcher Firma er arbeitet. Aber sie wissen nicht, wen er kennt und vielleicht auch, wen er kennengelernt hat in der bisherigen Vergangenheit, in seinem bisherigen Tun und Lassen, mit wem er zusammen, und jetzt kommen wir zu den KSV 1870-Daten, mit wem er zusammen im Management gesessen ist in den letzten Jahren, in welchen Positionen diese Personen aufeinander getroffen ist oder in welchem Aufsichtsrat, in welchem Board er gesessen ist, wenn er dort kennengelernt hat. Und genau diese Systematik, genau dazu haben wir als Action Active eine Technologie entwickelt, mit der wir aufzeigen können, auf der Basis von Wirtschaftsinformationen wie KSV 1870, auf der Basis wie Wirtschaftsinformationen, wir haben geführt, Orell Füssli Wirtschaftsinformationen in der Schweiz, das ist eine Schwesterfirma, also in der Schweiz machen wir machen das in Deutschland, in verschiedensten Ländern der Welt. Aber heute, und jetzt muss ich Sie kurz um Entschuldigung bitten, weil ich muss umstöpseln, heute zeige ich Ihnen das erste Mal in der Öffentlichkeit unser neues Produkt, das am 1. Mai hier in Österreich verfügbar sein wird. Und ich freue mich extrem, Sie auf eine kleine Reise mitnehmen zu dürfen. Was Sie hier sehen, ist die Einstiegsseite von Action Insight des KSVs in Österreich in Zusammenarbeit entwickelt mit uns. Und was Sie hier sehen, sind die Neugründungen in Österreich. Unschwer hier zu erkennen an der Landesform natürlich. Da ist Richtung meine Heimat 22 Neugründungen. Hier in Wien über 300 Neugründungen. Hier sehen Sie als Einstieg zum Beispiel die Industrien, in welchen Industrien am meisten Neugründungen getätigt werden. Und weil wir hier in Wien sitzen, interessiert mich natürlich Wien. Mich interessiert auch die IT-Branche. Und ich möchte mir mal ein Bild vermitteln, was dann hier in Wien geschehen ist in den letzten Tagen. Ich suche mir hier eine Firma raus. Und Sie sehen hier, aktualisiert, von der Grafik her aktualisiert, vom Bereich her, was da gegangen ist. Aber das ist nicht das Einzige, was wir können. Wir haben zum Beispiel hier eine AppX Software Development Support GmbH und ich interessiere mich insbesondere für diese Neugründung und gehe hier auf die Firmenseite. Und weil es eine Neugründung ist, habe ich eigentlich nicht viele Informationen, außer derjenigen des Netzwerks. Und was ich jetzt eintrete ist, ich betrachte mir mal das Management-Netzwerk und das heißt, die blauen Personen sind direkt verbunden mit der Firma und die grünen Personen, das sind Personen, mit welchen die blauen Personen gearbeitet haben. Und über das, wenn ich jetzt keinen dieser blauen Personen kenne, kann ich mich hier über diesen Stefan Raab Treitz möglicherweise einen Zugang zu diesem Unternehmen kennen, weil ich meinen Kollegen Stefan frage, kannst du mir nicht mal ein Mittagessen beschaffen mit diesem Herrn, der dort ist. Das ist aber nicht das Einzige, was hier geschieht, sondern wir haben hier auch sogenannte Corporate Connections. Das sind Firmen, die über Managementpersonen verbunden sind mit dem Zielunternehmen, das ich habe. Das heißt, die zwei oder mehrere Mandate aufweisen. Und ich als Analytiker gehe jetzt hin und sage, ja, diese Neugründung, IT-Bereich, wir haben es gehört, Blase 2000 ist schon vorbei. Ich bin mir nicht so sicher, ob die auch was von IT verstehen. Betrachten wir mal, wo dann das Management herkommt oder wo sie sich auch damit aufhalten. Und wir sehen, wir haben da eine Solo-IT-Solutions und das gibt mir vom Risikobetrachtung her schon ein viel, viel besseres Gefühl, weil ich sehe, diese Personen, die hier im Management sitzen, das ist nicht die einzige IT-Firma. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mit IT konfrontiert worden sind. Soweit zu den Skills. Wir haben in der Schweiz Muster detektiert für Investoren, die genau diese Bilder betrachten, für Banken, für Versicherungen. Und zwar dahingehend, wenn Sie irgendwo ein Netzwerk antreffen, zum Beispiel einen Investor in eine IT-Firma, der nichts mit dem IT-Business zu tun hat, vergessen Sie diese Firma. Dieses Netzwerk hilft der Firma nicht. Ich selbst hatte ein Unternehmen gegründet in der Schweiz, Novartis, Chemieinvestoren drin, keinen Zugang zur IT-Branche. No chance to sell it. Wenn Sie aber Investoren finden und auch kleine Unternehmen finden, die hier in diesem Netzwerk Ähnlichkeitsmuster aufzeigen, also wo die kleine Start-up-Firma die Chance hat, über das Netzwerk des Investors ihre Leistungen an den Mann zu bringen, wie beispielsweise eine Action Active, die eine Nachfolgefirma ist, von Endoxon, welche Google Maps entwickelt hat, maßgeblich, dann haben Sie eine Chance, gutes Business zu machen und dann haben Sie auch eine Chance, hier an den Praxistagen 2013 auftreten zu dürfen. Ich zeige Ihnen ein anderes Muster. Ich kann hier nach einer Firma suchen, die mich interessieren, Stiftungen,
beispielsweise Inter. So. Internationale Stiftung Mozartraum. Hier, bedeutend stärkeres Netzwerk, 28 Personen. Gehen wir mal rein. Was sehen wir hier? Ja, 4 sind drin und jetzt sehen Sie hier auch, wir können durchs Netzwerk hindurchzoomen. Denken Sie daran, grün sind indirekte Verbindungen. Wenn wir hier diese grünen Personen betrachten, dann sehen wir Schwergewichte aus Salzburg, reiche Leute, gut vernetzt untereinander, aber nicht, weil ich es weiß, nicht, weil ich es in Facebook gelesen habe, sondern weil das im uralten Datenstamm von KSV 1870 vorhanden ist. Und uralt meine ich nicht aktuell, sondern stellen Sie sich vor, welche History da drin steckt. Wurde bis jetzt nicht gehoben, klingt für mich fast verrückt, aber jetzt macht es KSV 1870. Und das freut uns sehr. Und wenn wir hier nochmals reingehen und sagen, ja, Corporate Connections, ich habe Ihnen gesagt, dann sehen Sie auch, haben wir ein bisschen Erfahrung aus der Schweiz, einen Trick. In der Schweiz mussten wir herausfinden, welche Stiftungen sind reiche Stiftungen. Ein super gehütetes Geheimnis, wie alles, was über Finanzzahlen, aber alles, was sich um Finanzzahlen handelt in der Schweiz. Wir haben dieses Muster detektiert. Rechtsanwälte im Aufsichtsrat einer Stiftung. Das bedeutet Geld, denn ansonsten kann man sich keinen Rechtsanwalt leisten. So gibt es aber und aber tausende kleinere und mittlere Firmen. Ich könnte Ihnen jetzt hier den OMV zeigen. Ich gehe mal rein, ich breche dann aber wieder ab und ich sage Ihnen auch, wieso. OMV, Aktiengesellschaft hier. Wir sehen Manager Connections, 501 Personen. Über 501 Personen ist diese Aktiengesellschaft erreichbar. Ich zeige es Ihnen aus 3 Gründen nicht. Der erste Grund ist, weil OMV ist für uns ininteressant. Es ist so ein großer Laden, an den kommen Sie nie ran. Das heißt, diese Netzwerke, da sind zwar die Schwergewichte drin, aber die interessieren die meisten Marketingleute nicht, weil die eh unerreichbar sind. Aber diese mittleren Unternehmungen, wie wir es vorher gesehen haben, wie auch Stiftungen beispielsweise, oder eben diese Neugründungen, oder diese No-Names, diese zigtausend No-Names hier in Österreich, die niemand kennt, aber über ein starkes Netzwerk verfügen, die sind interessant. Der erste Grund ist, OMV ist ein Brocken zu groß. Ich würde mich nie getrauen, dort anzugreifen. Der zweite Punkt ist, wenn ich jetzt hier reingehe in diese 501 Personen, dann sehen Sie auch ein bisschen, wie Österreich funktioniert. Wer mit wem, warum und überhaupt und wie lange und wo auch schon. Und das ist mir vor diesem Publikum ein bisschen zu heikel. Aber diese Informationen stehen auch drin, nicht? Und der dritte Grund ist, ein 501-Netzwerk darzustellen, dauert bei uns knapp eine Sekunde und das ist nicht mein Geschwindigkeitslevel, den ich in meinem Unternehmen haben möchte. Die Performance ist noch nicht so gut. Eine Sekunde ist mir zu lang. Das muss rascher gehen, wissen Sie. Und deshalb ist erst am 1. Mai Release und nicht heute. Wenn Sie aber Interesse haben an einem Test-Account oder mehr wissen möchten über dieses Produkt, kommen Sie zum KSV 1870 Stand. Es hat viele Leute von KSV und von Next und Insight hier. Und jetzt möchte ich Sie nicht länger aufhalten und wünsche ein gutes und viel erfolgreiches Geschäft in 2013. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus